Hi Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video von mir über No Rest for the Wicked. Ich habe schon ein paar Videos zu diesem Game gemacht und heute habe ich weitere Infos für euch dabei und das Ganze knüpft an das letzte Video an, was ich euch bereits schon präsentiert habe mit einigen Features. Wir werden heute im Video vor allem über die Stadt Sacrament sprechen, was man dort machen kann. Wir werden auf die NPCs bzw. die ganzen Händler eingehen, die es in diesem Game geben wird. Und wir werden auch kurz ansprechen, was ihr im Early Access so ganz grob zu erwarten habt. Also ein paar spannende Themen. Schön, dass ihr dabei seid und wir steigen jetzt ein. Ihr werdet ja nicht ganz von Anfang an in der Stadt Sacrament landen und von dort aus euer Abenteuer bestreiten, sondern ihr werdet erst in die Stadt Sacrament gelangen im Laufe eures Spiels. Und dann entfaltet sich immer mehr Potenzial von No Rest for the Wicked und das unter anderem auch dadurch, dass ihr mit haufenweise NPCs in Kontakt treten könnt, die in der Stadt sind und unterschiedliche Bedürfnisse haben, unterschiedliche Hintergrundgeschichten haben, aber eben auch ganz viele Händler, die was für euch im Angebot mitbringen, was euch nützlich sein kann auf eurer Reise. Mehr zu diesen Händlern dann auch gleich noch im Video. Auf jeden Fall wird es so sein, dass ihr in dieser Stadt einige Nebenmissionen annehmen könnt. Also die Bürger werden irgendwelche Probleme mit sich bringen natürlich und ihr könnt dabei helfen, das ganze Ding zu meistern. Es wird dann auch noch die Möglichkeit geben, entweder im Direktkontakt mit diesen Bürgern eben diese Nebenquests abzuholen oder an einer Art schwarzem Brett in der Stadt auch auf solche Missionen oder auf diese Missionen zu stoßen. Des Weiteren wird Material benötigt, um diese Stadt wieder aufzubauen und dieser Stadt zu neuem oder altem Glanz zu verhelfen. Das heißt, es wird auch eine große Aufgabe für euch sein, in diesem Spiel dafür zu sorgen, dass sich nicht nur eure Charakter weiterentwickelt und stärker wird, bessere Ausrüstung bekommt und so weiter und so fort, sondern auch eure Stadt ist eine Baustelle, sage ich mal, wo ihr mit eurem Spielfortschritt sehr viel reinstecken könnt, um das Ganze aufzubauen. Bedeutet, ihr könnt in der Schmiede zum Beispiel weitere Funktionen freischalten oder einfach bessere Upgrades machen bei euren Waffen oder ein besseres Angebot beim Schmied vorfinden, was der so im Repertoire hat. Je nachdem, wie weit ihr da gekommen seid mit dem Aufbau und der Verbesserung der Schmiede, dann freut sich der Schmied und hat mehr Möglichkeiten für euch parat. Das wiederum hilft euch im Kampf und ihr habt sozusagen hier einen schönen Kreislauf, wie sich das Ganze weiterentwickelt und konstant weiter verbessert im Spiel. Je länger ihr spielt, je mehr Erfahrung ihr sammelt, je mehr Ressourcen ihr auch in der Welt draußen findet, die ihr dann eben in die Stadt stecken könnt und dann wieder davon profitiert und so weiter und so fort. Beim Housing gibt es auch ein paar nette Details, die ich herausgefunden habe, nämlich zum Beispiel, dass Regale, die ihr ins Haus bauen könnt, die können auch euren seltenen gefundenen Loot repräsentieren. Ihr könnt dort also zum Beispiel Loot, irgendein geiles Schwert vielleicht ausstellen, was ihr gefunden habt, wo ihr sagt, boah, das sieht toll aus, wäre eine coole Deko für meinen Innenraum. Und dann könnt ihr auch Freunde da einladen und könnt sagen, guck mal an, da ist es das schöne Schwert, was ich irgendwo gefunden habe. Finde ich nice. Genauso, dass es wohl eine Art Spieluhr gibt, die von Ori zum Beispiel irgendwelche Soundtracks spielt oder andere musikalische Stücke mit reinbringt. Tolles Ambiente vielleicht fürs Housing-Gefühl, wenn man drin ist. Des Weiteren wird es auch die Möglichkeit geben, und da wird es dann schon spannend Richtung Early Access und im Verlauf vom Early Access, denn soweit ich das bisher sehe, wird es wohl kommen nach dem Early Access Release, dass ihr auch das Grundstück um euer Haus quasi als Ackerland nutzen können werdet. Dafür gibt es auch noch einen Hinweis, das werde ich auch gleich noch im nächsten Abschnitt vom Video euch kurz erzählen. Auf jeden Fall, dieses Ackerland könnt ihr dazu nutzen, um Rohstoffe, Pflanzen, Kräuter, was weiß ich was anzubauen. Und das könnt ihr natürlich dann wieder fürs Kochen benutzen, um euch Bachfood herzustellen oder andere nützliche Tränke und was weiß ich, was man da alles machen kann. Ihr könnt aber auch diese Rohstoffe nehmen und sie natürlich an Händler verkaufen, um schöne Goldmünzen zu bekommen und die dann wieder für Loot auszugeben, die vielleicht der Schmied dabei hat. Also eigentlich auch noch ein tolles zusätzliches Feature, um sich hier mit dem Housing noch intensiver beschäftigen zu können. Wie aber schon angesprochen, kommen wir jetzt auf den zweiten Abschnitt vom Video zu sprechen, nämlich die Händler, die ihr zum Start vom Early Access wohl in der Stadt Sacrament vorfinden könnt. Denn es wurde auch schon angeteasert, dass weitere Händler
hinzukommen werden im Laufe vom Early Access, wahrscheinlich bis zum Release hin und darüber hinaus. Die Möglichkeit steht auf jeden Fall offen. Fillmore ist der Schmied, den habt ihr auch schon im Gameplay sehen können, bestimmt des Öfteren. Der verkauft und rüstet Waffen und Rüstungen auf. Also hier findet ihr alles, was ihr für den Kampf braucht, an Kampfgerät, an Rüstung, Panzer und Aufwertung von Rüstung und Waffen. Das bietet er. Whittaker, der Holzkunsthandwerker, der verkauft hingegen Möbel und Heimdekoration. Also wenn ihr da eben was im Housing machen wollt, ist Whittaker wahrscheinlich der Place to be. Mirabelle und Meriwether, die Schneider, das sind also zwei Schneiderinnen, glaube ich, die konnte man auch ganz kurz in einem Abschnitt sehen bei der Präsentation. Die bieten Stoff und leichte Rüstungen für euch an, also je nachdem, welchen Spielstil ihr verfolgt und wie gut ihr gepanzert sein wollt, sind wahrscheinlich auch diese beiden gute Ansprechpartner für euch. Grinnig, der Händler, ist der allgemeine Ladenbesitzer zum Kaufen und Handeln von Gegenständen. Also wenn ihr hier einfach mit eurer Beute mal zu ihm geht, könnt ihr dann mit Sicherheit einiges verkaufen und findet vielleicht auch was Interessantes, was euch für dieses oder jenes nützlich sein könnte. Gordon ist der Koch in der Stadt Sacrament und der verkauft Gerichte und Zutaten für Gerichte meines Wissens. Wenn ihr also Barfood braucht und gerade was nicht herstellen könnt oder euch eine Zutat fehlt, könnte Gordon dann für euch etwas parat haben, damit ihr auch selber euer Süppchen kochen könnt, sage ich mal so. Ne? Finlay, der Händler für seltene Gegenstände, so einen gibt es auch, der besucht die Stadt nur an bestimmten Tagen, um teure, exklusive und verzauberte Gegenstände zu verkaufen, die du sonst nirgendwo finden kannst. Also wenn das genauso wortwörtlich stimmt, wie ich es jetzt hier gerade vor mir habe, oder auch nur andeutungsweise so stimmt, finde ich das schon mal eine coole Sache. Also der hat wirklich teure, exklusive, verzauberte Gegenstände dabei. Exklusiv, hier, wichtiger Begriff. Und das macht diesen Händler natürlich sehr begehrenswert. Und wenn der mal da ist und man gerade im Game ist, dann geht man da natürlich hin und schaut, was der dabei hat. Dann gibt es Eleanor, die Zauberin, die verzaubert Ausrüstung mit magischen Effekten wie Elementarbuffs und verkauft Runen, die, wenn sie mit passender Ausrüstung ausgestattet sind, zusätzliche Fähigkeiten hinzufügen. Das sind auch sehr interessante Infos. Einerseits Elementarbuffs, andererseits Runen, ja, und zusätzliche Fähigkeiten hinzufügen. Sehr, sehr coole Hinweise, was man hier alles mit seiner Ausrüstung anstellen kann. Und ich bin mega gespannt darauf, weitere Details darüber zu erfahren, wie man eben mit seiner Ausrüstung weiter voranschreiten kann, wie man das verbessern kann und so weiter und so fort. Dann gibt es Markus, den Alchemisten, der bietet Tränke, Bomben und andere Projektile an. Also, was ihr auch schon mal gesehen habt, so eine Brandbombe, die geworfen wurde auf Warwick bei diesem Bossfight zum Beispiel, solche nützlichen Sachen kann man auf jeden Fall oder sollte man auf jeden Fall wahrscheinlich dabei haben. Dann gibt es den Danos, der Bauer, also der verbessert die städtische Infrastruktur. Sein Geschäft zu verbessern ermöglicht es ihm jedoch, Abkürzungen innerhalb von Sacrament für eine einfache Navigation zu bauen. Also hier habt ihr auch noch Möglichkeiten und ich glaube, dass er der Place to be ist, wenn ihr einfach die ganzen Gebäude in der Stadt Sacrament verbessern wollt. Hier tragt ihr die Ressourcen hin, hier plant ihr das Ganze und da gibt es dann auch noch ein cooles Detail dazu eigentlich, nämlich wenn ihr die Infrastruktur verbessert, also zum Beispiel die Schmiede aufwertet, dann ist es nicht so, dass ihr da draufklickt und plopp, plötzlich ist das alles neu und viel besser und viel toller, sondern das ist ein Prozess, der stattfindet. Das heißt, es dauert einige Stunden, bis das gebaut ist. Also eher realitätsnah dran an der ganzen Sache. Nicht einfach nur Knopfdruck, bumm, alles. Die Stadt Sacrament ist plötzlich ganz anders, sondern wirklich, ihr müsst da rein investieren und müsst auch ein bisschen Geduld mitbringen, damit sich die Stadt einfach entfaltet und entwickelt mit der Zeit. Dann geht es weiter mit dem Randolph, der Hauptmann der Garde. Der ist technisch gesehen kein Händler, bietet aber verschiedene Prämien und Herausforderungen an. Was sind denn das für interessante Hinweise? Prämien und Herausforderungen, also vielleicht eine gewisse Anzahl von diesen Feinden zu töten, könnte ich mir vorstellen. Oder mit einer bestimmten Attacke Feinde zu töten oder mit bestimmten Waffen Feinde zu töten. Vielleicht ist es ja sowas in die Richtung gehend. Ich bin gespannt drauf, da mehr Details zu erfahren. Und Caroline, die Gastwirtin, bietet Unterkunft mit speziellen Betten, die vorteilhafte Statuswirkungen verleihen. Also du kannst auch Gerüchte dort aufgreifen, die zu neuen Quests führen. Ebenfalls finde ich sehr interessant, auch von einem
Rollenspielaspekt, so Gastwirtin in die Gastwirtschaft reinzugehen und mal zu lauschen, was ist hier los? Kann ich hier was Neues rausfinden? Was geht hier vor sich momentan? Und das finde ich einen sehr schönen Roleplay-Aspekt von der ganzen Sache. Und auch Statuswirkungen, wenn man sich vielleicht in ein Bett reinlegt, dass man eine Weile einen Gesundheitsbuff hat oder so, das könnte ich mir vorstellen, dass damit gemeint ist. Auch ein tolles Feature. Zusätzlich hat Moon Studios auch schon zwei weitere Händler bestätigt, nämlich im Update nach dem Early Access Start werden Willem der Bauer und Boroth der Arena-Meister hinzukommen. Und ich denke, da ist es natürlich nicht weit, dass man vermutet, was macht wohl Willem der Bauer? Der wird sich wahrscheinlich darum kümmern oder der wird für dich da sein, wenn du dein Ackerland bewirtschaften möchtest, um dein Haus herum und da Pflanzen anbauen möchtest. Vielleicht bietet der Samen an oder Setzlinge oder sowas in der Art. Und Boroth, der Arena-Meister, ist, denke ich, auch ziemlich klar. Es soll ja auch die Option geben, dass man in einer Arena gegen andere Spieler, gegen seine Freunde mal antreten kann und so ein bisschen PvP-Spaß mitnimmt. Ich denke, das wird dann bei Boroth möglich sein. Dann kommen wir zum letzten Abschnitt eigentlich heute vom Video, nämlich die Gebiete, die zum Early Access Start dabei sind. Die Untiefen, die Orbanhaine, Sacrament, Namenloser Pass und der Schwarze Graben. Ob das so auf Deutsch übersetzt sein wird, sei mal dahingestellt. Also das sind keine offiziellen Übersetzungen, das man nur hier noch nebenbei erwähnt. Und im Laufe vom Early Access soll erstens mal ein Story-Update kommen. Und das wird drei weitere Gebiete freischalten, nämlich sowas wie Marienwälder, Tieflandwiesen und Jägertal. Das weist uns eigentlich darauf hin, die Story wird auch weitergeführt nach dem Early Access. Und ich denke mal auch nach dem Release stehen ja dann die Zeichen gut, dass wir mehr Story bekommen können bei diesem Game, was ich natürlich sehr, sehr toll finde. Dann zum krönenden Abschluss vielleicht noch was, was Thomas Mahler so von sich gegeben hat. Auf Twitter, das hat ja in der Presse auch ein bisschen eine Runde gemacht. Das ist natürlich einerseits interessant, weil ich mag sowas, wenn jemand sich hinstellt und einfach auch edgy ist, sag ich mal, einfach kantig ist und einfach sagt, was er denkt. Und das mag ich immer, wenn man da was hat, sowas Authentisches hier draußen in dieser Welt. Das fehlt mir manchmal ein bisschen. Er sagt, we are launching into early access on April 18th. Also es ist ja nicht mehr lange hin, Leute, und ich freue mich riesig drauf. Er lädt alle Leute dazu ein, sich das Ding anzugucken, denke ich mal so ganz grob. Es gibt keine Mikrotransaktionen und kein Battle Pass, der zum Verkauf steht. Also ihr werdet das nicht finden in No Rest for the Wicked, wird es nicht geben. Es wird keine $65 Pferdeskins geben, keine Truhenplätze, sagen wir es mal so. Das wird es nicht geben. Und ganz ehrlich, das unterstreicht es nochmal, was ich persönlich schon so sehr feier bei diesem Spiel. Es orientiert sich eigentlich mehr an Spielen, die zu der Zeit waren, als ich, sag ich mal, vielleicht 15 war oder so. Und mehr so in die Diablo 2 Richtung auch noch, als es dort so war, wie es war. Und das gefällt mir mega gut einfach, dass solche Elemente hier nicht dabei sind und auch vom Gameplay und so es in so eine Richtung geht, dass man sich an ihr, sag mal jetzt schon fast oldschool, mehr orientiert. Und ich glaube, das könnte deswegen ein richtig cooles Ding werden. Die Leute haben das, oder die Presse hat es aufgegriffen, dass er jetzt gegen Blizzard stichelt, ne, mit Diablo 4. Und wir hatten ja Diablo 4 extrem auf dem Kanal, über 200 Videos fürs Game. Und ja, keine solche Battle Passes und keine Skins finde ich sehr gut. Dann geht's aber weiter und das hat mir persönlich auch noch gefallen, deswegen gehen wir nochmal drauf ein. Hier haben wir ein paar Sachen mitbekommen, nämlich war eine Frage wegen GeForce Now und er hat gesagt, ja, sehen wir mal. Also er mag GeForce Now, Thomas Mahler, und er sieht keinen Grund, warum das nicht supported werden sollte von No Rest for the Wicked. Also wir müssen mal schauen, ob das möglich gemacht werden kann, dass No Rest for the Wicked für GeForce Now auch kompatibel ist. Dann gibt es aber noch etwas, was mir sehr gut gefallen hat. Have you seen our level design? I hate horses in video games. They always kind of suck to control and combat on them is always quite meh. So no, there are horses in our world, but you won't get to ride one. Cause clever level design is a higher priority than selling mounts.
Also hier nochmal die Bestätigung. Also wer Reittiere auf Tieren, also Pferden reiten mag, der kann sich das abschminken in No Rest for the Wicked, sag ich es mal so. Braucht er nicht drauf hoffen. Hier wird man zu Fuß erkunden, aber es soll halt eben auch sehr aufregend sein, das zu Fuß zu erkunden. Und man hat es ja schon gesehen im Gameplay. Es gibt genügend zu entdecken, Leitern hochzuklettern, in Tunnel runterzugehen, in Höhlen und so weiter. Also es ist nicht so, dass man hier, weiß ich nicht, 5 Minuten lang durch eine leere Landschaft latscht und sich wünschte, man hätte ein Pferd. Und diesen Gedanken auch vom Level-Design finde ich sehr, sehr gut, dass man einfach nicht den Spieler langweilt, damit er sich dann ein Pferd wünscht, sondern das Level-Design ist so gemacht, dass man es gar nicht bemerkt oder gar nicht den Wunsch bekommt, ein Pferd zu brauchen. Finde ich viel besser so rum. Dann gab es aber auch noch was sehr Wichtiges und das ist für mich persönlich auch sehr wichtig. Eine Frage, glaube ich, Richtung Transmog. Also no Transmog for now. I was never a huge fan of that mechanic. Gibt momentan kein Transmog in No Rest for the Wicked. Er war nie ein großer Fan davon. If you encounter another heavy player, you should be able to read that he's a heavy player, etc. Also, wenn du auf jemanden triffst, der mit schwerer Rüstung unterwegs ist, dann solltest du das auch sehen können. Ey, das ist jemand, der hat diesen Spielstil. Und ich persönlich mag diesen Ansatz so, so gerne. Denn mir hat es immer gefallen in Spielen, wenn ich sehen konnte, was ist das für einer? Was ist das für eine Klasse? Jetzt gibt es keine Klasse in diesem Game, aber wie spielt derjenige? Wo war der vielleicht schon? Was hat er hinter sich gebracht? Hat er schon diesen Dungeon erkundet? Hat er schon dieses Monster besiegt? Und für dich selber, also für mich selber persönlich, ist es ein riesen, riesen Selling Point, dass ich sehen kann, wie sich mein Charakter entwickelt, dass ich spüre, wie er sich verbessert hat und das an ihm sehe, anhand von seinem Look, an den Rüstungen, an den Waffen, die er trägt, dass es cooler aussieht, dass ich einfach merke, okay, mein Charakter ist gewachsen, weil ich auch in dem Spiel gewachsen bin und etwas durchlebt habe und nicht, weil ich irgendwie in den Shop gegangen bin, mir ein Kosmetik geholt habe und jetzt halt anders aussehe, sondern meine Spielerfolge repräsentieren, was ich trage und mein Spielstil auch repräsentiert, was ich trage. Und das meinem Charakter dann diese Eigenschaften verleiht, die er eben an sich hat. Und das ist für mich Roleplay, das macht mir Spaß. Und für mich deutet das ganz stark darauf hin, dass No Rest for the Wicked gerade auch diesen Wunsch, bei mir zumindest, erfüllt. Lasst mir gerne mal eure Meinung dazu da. Wie findet ihr das, was ihr bisher über das Game gehört habt? Wie findet ihr die Aussagen von Thomas Mahler? Lasst mir gerne in den Kommentaren unten da. Ich freue mich drauf und natürlich gerne ein Abo, Like dalassen, Video teilen, wenn euch noch Rest for the Wicked gefällt, wenn ihr mehr von mir über dieses Game wissen möchtet in Zukunft. Ich werde noch weiteren Content bringen, denn ich freue mich einfach saumäßig drauf. Also bis zum nächsten Video, Leute. Danke fürs Einschalten. Macht's gut und auf Wiedersehen.